Ich möchte noch einen Schritt vorher anfangen. Ich möchte dort eigentlich anfangen, wo sich überhaupt Betriebe um diese Aufträge bewerben. Denn es kommt hin und wieder vor, dass Betriebe sich bewerben und sogar den Zuschlag bekommen für Handwerksleistungen, die gar kein Handwerksbetrieb sind. So geschehen bei der Wirtschaftsbehörde. Dort ist ein Betrieb beauftragt worden, der dann erst, als es ruchbar wurde, nachträglich bei einer Kammer, nicht der hiesigen, sondern einer auswärtigen Kammer, nachträglich die Eintragung in die Handwerksrolle erreichte, um überhaupt diese Leistung erbringen zu können. Da ist ein Kontrollproblem und da wünsche ich mir, dass die Präqualifizierung, also die Prüfung, die Vorwegprüfung, ob ein Betrieb alle erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, dass die mehr gefördert wird. Dass dort einfach klar ist, ja, dieser Betrieb kommt überhaupt in Frage, sich um so einen Auftrag zu bewerben und schummelt sich da nicht irgendwie rein. Bei dieser Präqualifizierung muss man dann aber noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben zwei Präqualifizierungsnotwendigkeiten. Wir haben einmal die Verdingungsordnung für Leistung und einmal die Verdingungsordnung für Bau. Und für beides braucht man unterschiedliche Präqualifizierungen. Warum? Warum wird das nicht gegenseitig anerkannt? Also da wäre der Ansatz, das erst einmal vorneweg dann besser zu koordinieren, dass auch wirklich nur Handwerksbetriebe überhaupt zum Zug kommen, dort, wo es um Handwerksleistungen geht. Dass Hamburger Betriebe bevorzugt werden, das ist gesetzlich nicht möglich, aber zumindest die Rahmenbedingungen, dass sie sich überhaupt bewerben können, die müssen geschaffen werden, zum Beispiel eben durch diese kleinteiligen Ausschreibungen. Aus meiner Sicht muss man auch darüber nachdenken, die Grenzen, bis zu denen man nicht die öffentlichen Ausschreibungen machen muss, die anzuheben, denn alles wird teurer, nur diese Grenzen bleiben immer hängen. Frau Ruckbart sprach an, dass wir darüber ja in der Bürgerschaft diskutiert haben. Sie haben vorher darüber in der Fraktion diskutiert. Aber ich glaube, das muss regelmäßig auf den Plan gerufen werden, um einfach dort auch mit den Preisentwicklungen mitzugehen. Ja, die auf dem Papier stehenden 8 Wirtschaftsbeauftragten gibt es leider überhaupt nicht. Wenn man es durchrechnet, sind es 5, weil sie alle mit fachfremden Aufgaben belegt sind und dann ist in dem einen Bezirk mal 0,5 Vollzeitstelle vorhanden, im nächsten Bezirk 0,8. Und das ist der Antrag, den Herr Tjax eben ansprach, den ich im Laufe der Legislaturperiode gestellt hatte, dass dieses wieder wirklich auf 1 pro Bezirk und Wandsbek als 400.000 Einwohnerbezirk 2 Personen aufgestockt wird. Und wir haben das auch nochmal durch einen Haushaltsantrag untermauert. Beide Anträge sind von der SPD abgelehnt worden, was wir sehr bedauern, denn dort ist wirklich Hilfe notwendig. Das möchten wir gerne ausbauen, denn die Handwerksbetriebe, die finden nicht den Weg zur Hamburgischen Wirtschaftsförderung, die kümmert sich gar nicht um den Bestand, wie Herr Tjax das eben auch schon ausführte. Die gucken nach großen Neuansiedlungen und die Wirtschaftsbeauftragten sind diejenigen, die ihren Bezirk kennen können. Und von daher hoffen wir, dass das in Zukunft wieder vernünftig aufgestockt wird, dass eben diese Planzahl auch erreicht wird. Und was die Arbeit hier im Haus anbetrifft, der Betriebsberater, da halte ich auch eine Aufstockung für dringend notwendig. Ich kenne die Arbeit der Betriebsberater aus meiner ehrenamtlichen Tätigkeit im Bewilligungsausschuss der Bürgschaftsgemeinschaft, wo ja bei Handwerksanträgen dann eine entsprechende Stellungnahme der Betriebsbeauftragten beiliegt. Und das sind immer sehr, sehr fundierte Stellungnahmen. Da sieht man, wie intensiv sich die einzelnen Betriebsberater mit diesem Bereich beschäftigen und wie sie auch Existenzgründern, aber auch Betrieben, die in Erweiterung oder in der Krise sind, helfen können. Und das sollte noch stärker honoriert werden. Ja, dass ich persönlich, aber auch meine Fraktion für die dauerhafte Fortführung des Masterplan Handwerks ist, das wird keinen
wundern, denn er geht auf einen Antrag zurück, den ich Anfang dieser Legislaturperiode eingebracht hatte. Die Idee hatte ich bereits in der letzten Legislaturperiode vorgestellt. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument, was unbedingt festgeschrieben werden muss. Und ich kann mir folgende Themen gut vorstellen, dass die dort noch aufgenommen werden. Das wäre einmal das Thema Auslandsmärkte. Es sind einige wenige Handwerker auch im Ausland aktiv, quer durch alle Branchen. Das kann man mal analysieren. Was machen die dort? Warum sind die dort erfolgreich? Und dann vielleicht auch auf andere Betriebe übertragen. Dann das Thema Studienabbrecher. Das war jetzt im Aktuellen eine ganz kleine Randnotiz. Da ist, glaube ich, noch ein Riesenreservoir an jungen Leuten, die angefangen haben, etwas zu lernen. Sie haben es vorhin Kopfmenschen genannt, die da aber aus irgendeinem Grund hängen geblieben sind. Und da müsste stärker geguckt werden, wie kann man die ins Handwerk integrieren, vielleicht sogar in das duale Studium, was das Handwerk ja auch anbietet. Dann zum Thema Elektromobilität, auch ein Punkt, der im letzten Masterplan kurz angesprochen war. Da glaube ich, müssen einfach die Ladesäulen intelligenter gemacht werden, dass die nicht als Dauerparkplätze für die Mitarbeiter von Hamburg Energie oder anderen dienen, sondern dass dort, wenn so ein Ladevorgang abgeschlossen ist, auch das Handy des Autobesitzers die Information kriegt, jetzt fahr mal wieder weg und räum den Platz. Und dann das Thema Gewerbehöfe. Es soll jetzt den Gewerbehof in Luxit am Offerkamp geben. Ich glaube, dass die Vergabe, die dort im Moment vorgesehen ist, viel zu groß angegangen wird. Es sind 11.000 Quadratmeter geplant. Davon sollen 80% vorvermietet sein, bevor überhaupt losgelegt wird. Das wären 70 bis 90 Betriebe. Das halte ich für zu ambitioniert. Da, glaube ich, muss man ein Stück weiter zurückgehen. Wir haben nicht mehr genug Fachkräfte, das haben Sie eben ausgeführt. Ich habe selber schon in 2013 eine Stelle 5 Monate lang nicht besetzen können, bis ich endlich jemanden gefunden habe. Das Problem ist in der gewerblichen Wirtschaft ganz klar angekommen. Von daher müssen wir mehr am Anfang tun, sprich in der Ausbildung. Da bleiben viele Plätze unbesetzt, weil es nicht ausreichend Bewerber gibt, denn die Bewerber, die wir früher aus Mecklenburg-Vorpommern und den anderen Nachbarbundesländern bekommen haben, die sind dort einfach aufgrund des demografischen Wandels vor 16, 18 und 20 Jahren gar nicht mehr geboren worden, stehen also jetzt nicht mehr zur Verfügung. Was wir aber auch erleben, ist, dass die Jugendlichen, die gar nicht sich um eine Lehrstelle beworben haben und dann in die Nachvermittlung kommen, dass die überhaupt gar kein Interesse haben. Da ist eine große Lücke, da muss an einer besseren Qualifizierung angesetzt werden. Das muss bereits in der Schule anfangen. Frau Ruckbart sprach auch schon an, Handwerksberufe müssen bekannter werden. Da ist so etwas wie Handwerkswelten im Rathaus Innenhof ein ganz tolles Instrument und man sieht ja auch die Fröhlichkeit, mit der dort die Schüler dann durchmarschieren. Sie sprachen auch an, ob man die Privatfernseher verbietet. Nein, aber vielleicht sollte man die Öffentlich-Rechtlichen mal an ihren öffentlich-rechtlichen Auftrag erinnern und motivieren, dort etwas zu machen. Und dieses Qualifizierungsangebot, was es derzeit gibt, das, glaube ich, muss noch wesentlich bekannter gemacht werden. Ich nutze das in meiner Firma mit großem Gewinn, habe dort Schulungen, habe dort meinen Mitarbeitern Schulungen ermöglichen können, die bisher für uns außerhalb der finanziellen Reichweite lagen. Und da muss einfach noch mehr das unter den Handwerksfirmen bekannt gemacht werden, welche tollen Möglichkeiten da bestehen.